und herzlich willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Wir haben gerade eine junge Dame gerettet, beziehungsweise, was heißt gerettet, ihr erklärt, dass sie eine Heldin war, so konnte sie ins Licht gehen. Und jetzt können wir unserem eigenen Weg wieder folgen und schauen, ob wir zur Kirche kommen. Uns hier am Strand nochmal ein bisschen um, aber ich glaube, außer uns verstecken können wir hier nicht viel machen. Ist noch was? Plakette der Piratengeschichte. Dieser Ort überblickt die favorisierte Art Anlegestelle vieler Freibeuter, die mit dem stillen Einverständnis der Kontinentalarmee während des Unabhängigkeitskrieges operierten. Zillim war der Haupthafen für schwer bewaffnete schnelle Schiffe, die die königliche Flotte bei ihrem Versuch, Druck auf den benachbarten Hafen Bostons auszuüben, angriffen. Ah ja. Okay. Interessant, interessant. Oh Mann. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Das Foto am Strand. Es ist schwer, das Glück, das Julia in mein Leben gebracht hat, in Worte zu fassen. Ach, die Geschichte macht mich echt so ein bisschen traurig. Warum ist denn da Kleiner hier? Wachsen unterwegs, oder wie? Am Strand. Das Foto, das wir am Strand gemacht haben, ist erstaunlich geworden. Obwohl es fast dunkel war. Das Foto von Ronan bei Sonnenuntergang ist brillant. Man kann nicht viel von Ronan erkennen, aber meine Güte, was für eine Silhouette der Mann hat. Ah ja, er lässt alles in seiner Nähe gut aussehen. Zillim könnte das Foto benutzen, um sich als Badeort zu verkaufen. Okay. Na gut. Jupp. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Okay. Da sind wir auch schon in der Kirche. Das war's dann für die heutige Folge. Nein, Quatsch. Wir wollen jetzt rausfinden, wo die Zeugin zu finden ist. Und enthüllen hier gleich mal was. Oh. 10 mehr. Todesfee im Glockenturm. Ah ja. Lang? Au! Okay, das ging mir gerade zu fix. Alles klar. Gut. Oder so. Jetzt wissen wir auch, wie es aussieht, wenn wir sterben. Hat ja auch mal was. Nein, da gehen wir dann nicht lang. Nö, nö. Ja, ich frag mich, wollen wir uns erst... Wir gucken uns erst um. Sieht so aus. Kann nicht aufhören, ihn zu lieben. Der Mann ist, wie er ist. Ich kann nicht anders. Ich versuche, mich fernzuhalten, vernünftig zu sein, an jemanden zu denken, mit dem ich ein normales Leben teile. Aber ich denke an Ronan. Und ich kann nicht aufhören. Kann nicht. Das ist es. So fühlt sich wahre Liebe an. Okay. Okay. Da was oder ist das nur ein... Oder ein Gebetsbuch? Da ist... Wo ist sie?
Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Jupp. Der Priester meinte, sie kann auf dem Dachboden bleiben. Wo das wohl sein mag. Ganz oben? Also, da ist ja meistens das Dachort. Hier irgendwie enthüllen oder einsammeln? Der Menschen? Das Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich da draußen. Ronans Fedora. Fedora? Irgendwas. Wir sahen vorgestern. Aha. Ach, vorgestern Abend, da ist gar kein Foto. Wir sahen vorgestern Abend einen Marathon mit Gangsterfilm in Schwarz-Weiß. Okay, wer es mag. Ich konnte nicht glauben, dass er sie noch nie gesehen hatte. Ich mochte die romantischen Teile. Er die mit den taffen Kerlen. Als ich ihn am nächsten Tag den Fedora kaufte, sah er verwirrt aus, gewöhnte sich aber schnell daran. Er ist jetzt ein Teil von ihm. Ich glaube nicht, dass er ihn je wieder abnimmt. Wie wird der eigentlich ausgesprochen? Ist auf jeden Fall sein Hut. Sind wir hier sicher? Ich denke nicht, dass sich der Mistkerl in der Nähe einer Kirche versteckt. Die sind heute echt selten, oder? Oder? Obwohl, ein paar Leute tragen die noch. Naja, wer es mag. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Was machen die denn jetzt plötzlich in der Kirche? Viele Gebete werden gerade gesprochen. Nicht nur ihres. Wenigstens bin ich nicht allein. Wenigstens bin ich nicht allein. Ja, die hat auch viele Gedanken. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Die betet wenigstens. Gott, ich hoffe, das hilft. Naja. Da hockt doch jemand. Kann ich... Hey, ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen. Mein Geist, es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Was? Sie kommen dich holen. Aha, danke für die Info. Ich kann sie immer noch sehen. Mhm. Dann gehe ich wohl besser mal. Da war irgendwas? Bestimmt der Priester. Oh. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Julia heiratet. Schönster Tag meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir früher oder später hier landen würden. Ah, mit dem komme ich rüber. Wie gut ist das denn? Okay, aber ich konnte gerade... Hier ist es heute Nacht so kalt. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Hier ist es heute Nacht so kalt. Kann ich jetzt vielleicht hier raus? Aus seinem Körper? Coole Sache.
Dachboden muss dort oben sein. Ich würde schon gerne nochmal zurück. Ja, danke. Gibt's hier noch irgendwo was? Ah, ah. Siehst du? Irgendwas. Tja. Plakette des niedergebrannten Pfarrhauses. Unweit dieser Stelle verlor die Gemeinde 1901 das ursprüngliche Pfarrhaus St. Benedikts. Gut. Wieder weg. Da ist tatsächlich irgendwo noch was. Ah ja. Der Rabe. Ist auch immer der... Oh. Ziemlich reinlich, der Gute. Ja, nein, hör auf, hör auf. Oh, na gut. Noch eine Runde. Möchte ich dann wohl doch. Ach, das ist ein Blatt oder sowas. Gut. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja, seine Mutter scheint eine Furie zu sein. Aber Brian ist es wert. Ja, das denke ich auch, Liebes. Aber Shelley ist nicht mit solch lauten Leuten aufgewachsen. Und der Druck, der auf ihrer Beziehung lastet, macht mir Sorgen. Oh, Sheila, alles wird gut. Sie werden ein langes, glückliches Leben haben. Oh, du hast bestimmt recht. Ihr seid beste Freundin seit wann? Der 4. Klasse? Ich schätze, in gewisser Weise kennst du sie besser als ich. Du warst ihr immer eine großartige Mutter und ein Vorbild.
Wenn sie einmal selbst Kinder hat, werden es sehr glückliche Kinder sein. Du bist ein Schatz. Ich muss zugeben, ich freue mich auf Enkelkinder. Hat sie irgendwas zu dir gesagt? Nein, zumindest nichts Genaues. Ich weiß, dass beide sich Kinder wünschen, aber zuerst sollten sie ein paar Jahre nur für sich haben. Natürlich. Ich wollte nicht selbstsüchtig sein. Ich meine, wozu die Eile? Sie sind ja noch jung. Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Er ist klasse, aber sie hat mit seiner Mutter recht. Es ist so leicht, nett zu sein. Wieso kann das nicht jeder? Ah, gute Frage. Ein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Ja, also. Schön. Ach, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, spiele ich das gerade jetzt blind, seitdem wir in der Kirche sind. Und daher könnte das spannend werden, weil ich auch nicht weiß, was uns erwartet. Nicht weiter. Wie lang? Ist doch wieder irgendwas. Aha. Miau. Wo ist er denn? It's meets. Okay. Irgendwie schon fast. Oh, hab ich mich erschreckt. In Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Also müssen wir sicherstellen, dass keins der Viecher darin eingesperrt ist. Ach, was passiert denn sonst? Darüber wollen Sie hier im Küchenbereich wohl lieber nichts hören. Kann ganz schön stinken. Deswegen also die ganze Sache mit dem Weihrauch, was? Oh ja, Ihre Geschichte klingt wie ein schönes Märchen. Sie sind nicht etwa schon seit der Schulzeit ein Paar. Alle denken das, aber es wirkt nur so, als wären Sie schon seit Ewigkeiten zusammen. Sie haben sich direkt nach der Uni getroffen, purer Zufall. Reise nach Europa. Ich hatte gehofft, er trifft ein nettes irisches Mädchen in Dublin, aber er traf Shelley in Florenz. Und sie ist aus Boston. Er reist tausende von Kilometern übers Meer, um die Liebe seines Lebens zu treffen, die in der gleichen Straße wohnt. Lässt einen fast an das Schicksal glauben. Als ob sie dafür bestimmt waren, sich zu treffen und auf ewig zusammen glücklich zu sein, was? Das ist toll. Wirklich toll. Sehen Sie gerne Football? Ich meine nicht nur die Pads, sondern die lokalen Spiele Freitagabends. Oh ja, sicher. Manchmal. Mein Junge war die ganzen 4 Jahre Quarterback an der Salem High. Und in der Uni-Auswahl. Nun, Glückwunsch zur Hochzeit. Und zum Football. Ja, und zum Rest. Ich meine, der hat ja Gedankensprünge, die gehen ja auf keine Kuhhaut. Dann lesen wir mal die Gedanken. Er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Das ist ja unglaublich. Ich höre nicht zu. Hält der mal die Klappe? Ich frag mich echt so manchmal, was Handwerker so denken, wenn man die einfach mal zutextet. Wir erwarten exzellentes Essen unter diesen Bedingungen? Ach, da ist ja Mietz. In meiner Küche wird es nicht passiert. Mietz.
Okay. Raus, Katze, raus hier. Noch drei mehr. Wie kann ich... Oh Gott, die Steuerung ist echt für die Katz. Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Tut mir leid, auf dem Antragsformular stand nur puritanisches Thema, nichts genaueres. Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch. Da ist Plastik drin, glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen? Nein! Nein, Sie haben offensichtlich gar nichts gemacht. Es ist nicht ein Salem, die ganze Hochzeit ist nicht ein Salem. Es ist ein Ausdruck des Stolzes. Sind Sie doch gar nicht stolz auf diese Stadt? Meine Familie, nicht die irische Familie des Mannes, sondern meine, geht auf die Träger zurück. Wir haben uns im 17. Jahrhundert hier niedergelassen. Wir haben uns gegen die Verwendung. Gut. So geht's also nicht. Können wir nochmal Meets spielen? Och nö. Das ist jetzt aber echt unfair. Der Speicher. Muss ich sagen. Das ist echt ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja, Simon. Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Abgehauen? Gott sei Dank. Puh. Okay. Natürlich. Ich wollte nicht selbstsüchtig sein. Ach, oben. Hier liegt auch nichts mehr rum. Raus, Katze, raus hier. Ist die Lüftung in Ordnung? Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Tut mir leid, auf dem Antragsformular stand nur vegetarisches Thema, nichts genaueres. Da ist Plastik. Ach, geht doch. Es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat sein muss. Nein, Sie haben offensichtlich gar nicht nachgedacht. Puritanisch bedeutet organisch, rustikal, aber trotzdem geschmackvoll. Es erinnert an Salem. Die ganze Hochzeit erinnert an Salem. Es ist ein Ausdruck des Stolzes. Sind Sie denn gar nicht stolz auf diese Stadt? Eigentlich komme ich aus Weymouth. Meine Familie, nicht die irische Familie meines Mannes, sondern meine, geht bis auf die Pilger zurück. Wir haben uns im 17. Jahrhundert hier niedergelassen. Wir haben Thanksgiving erfunden. Ah ja. Ja. Ihr habt... Ja.
keinen Respekt vor der Geschichte. Woher nehmen die nur solche Leute? Ich glaube, ich habe gerade die einzig wahre Hexe Salems gefunden. Kann's kaum erwarten, dass es vorbei ist. Oh je, der Arme. Tja. Der Katze hier. Und nu? Okay. Klasse. Vielleicht mal weg oder was? Na, die ganzen 4 Jahre Quarterback an der Salem High und in der Uni-Auswahl. Süß. Ups. Olle Steuerung. Oh, Moment, vielleicht drin. Tun sie nicht. Menno. Ach, süß ist es schon. Tja. Ah. War auch nicht raus.
Okay, gut. Die Zeit ist allerdings um. Das heißt, wir werden einfach in der nächsten Folge weitersuchen. Bis dahin. Ciao.